Angriffsausbilder. Wir führen dich durch die Grundlagen. Bewegen, Schießen, Navigation, Umgebung und so weiter. In diesem Teil agierst du als Sledge. Seine besondere Fähigkeit hilft dir, deine Umgebung zu kontrollieren. Wir sind da. Gib alle Spezialeinsatzkraft. Deine Gesundheit steht unten links. Behalte sie im Auge. Wir leiten dich mit Hilfe von Pings an, wie die auf deinem Display. Es gibt zwei Arten. Ortungspings auf der linken Seite. Und Gegnerpings rechts. Folge meinem Ping mit der Kamera. Super, geh jetzt zur Zielzone. Siehst du den gepinkten Bereich da drüben? Du musst drumherum, um dein Training fortzusetzen. Zu langsam? Dann sprinte. Schnell erledigt. Jetzt gehen wir zur Schießplatzbarriere da. Schieß auf das Ziel. Versuch's jetzt mal mit Elsa, oder? Die Munition ist begrenzt. Verschwende keine Kugeln. Lade früh nach, falls nötig. Wartest du zu lange? Sollte dir die Munition ausgehen, wechsle zur Zweitwaffe. Du kannst dich nicht immer auf die Primärwaffe verlassen. Wechsle jetzt. Probiere deine Sekundärwaffe am Ziel aus. Jetzt zurück zur Primärwaffe. Siehst du das? Du kannst über einige Barrieren wie diese hier klettern. Bewege dich zur nächsten Stelle. Versuch, diese Leiter hochzuklettern. In den Räumen dahinter verbergen sich Ziele. Mit Lehnen kannst du um die Ecken sehen. Geh zur Tür, lehn dich nach links und schieß auf das Ziel da drüben. Hier lehnst du dich nah am Fenster nach rechts und schießt auf das nächste Ziel. Gut gemacht. Genug gelehnt und sieh dir für eine Auffrischung das Steuerungslayout an. Du schlägst dich gut, Spezialeinsatzkraft. Testen wir deine Ausdauer. Ein Hindernisparcours führt durch diese Tür. Tempo ist nicht alles. Mit Tarnung und Präzision bleibst du unentdeckt. Mit dieser Schallanzeige erfährst du, wie viel Lärm deine Aktionen machen. Im Einsatz gibt es das nicht. Gehst in die Hocke. Da bist du ein kleineres Ziel und bist leiser. Spring jetzt über dieses Fenster. Springen kann Lärm machen, also pass auf. Falls nötig, kannst du dich hinlegen, um ab... In dieser Position kannst du stabiler zielen und dir einen Vorteil in der Situation verschaffen. Probier's an diesem Ziel aus. Gut gemacht. Die nächste Lektion führt durch diese Hindernisse. Schaffe es bis zum Ping. Moment. Das Ziel steht mit dem Rücken zu dir. Wenn du langsam gehst, kannst du deinen Lärm stark reduzieren und deine Position verschleiern. Schleich dich ran. Und schalte das Ziel mit der... Nicht sprinten. Wenn das Ziel dich jetzt hört, verlierst du das Überraschungsmoment. Schleich dich ran und schalte das Ziel mit einem Nach... Nicht sprinten. Wenn das Ziel dich jetzt hört, verlierst du das Überraschungsmoment. Schleich dich ran und schalte das Ziel mit einem Nahkampfangriff aus. Sprinten. Wenn das Ziel dich jetzt hört, verlierst du das Überraschung. Moment. Schleich dich ran und schalte das Ziel mit einem Nahkampfangriff aus.
Ziel erreicht. Geh jetzt zu dieser Tür. Das ist eine Barrikade. Ich möchte, dass du hindurchgehst. Ein paar Nahkampfangriffe sollten reichen. Auf der anderen Seite ist ein Ziel. Es ist teilweise verdeckt. Ziele vorsichtig. Ziel auf den Kopf. Kopfschuss. Ein Kopfschuss genügt, um jeden Gegner auszuschalten. In dem Raum rechts von dir ist ein Ziel, das durch Panzerglas geschützt ist. Und eine Holzwand daneben. Die kennst du schon. Aber diese hat keine Löcher. Hier ist der Trick. Schieß durch so eine Oberfläche und schalte ein Ziel auf der Anstellung. Das Ziel ist nicht mehr. Du lernst deine Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen. Sehr gut. Du kannst durch zerstörbare Wände nicht nur schießen, sondern sie mit dem richtigen Werkzeug auch aufbrechen und durchgehen. Dein Vorschlaghammer sollte hier reichen. Der Vorschlaghammer ist Sledges besondere Fähigkeit. Jeder Operator hat eine besondere Fähigkeit. Lerne, wie sie funktionieren und zusammenspielen. Doch jetzt ist erstmal die Wand dran. Zerstörbar, aber du kommst nicht an den Metallbalken vorbei. Hinweis, sieh auf deinen Kompass. Er zeigt dir den Raum und das Stockwerk an. Um nach unten zu kommen, brauchst du eine Luke. In der Ecke da ist eine. Zerstör sie, dann wirst du verstehen. Und jetzt, ab nach unten. Dein Kompass aktualisiert sich bei einem Positionswechsel. Kommunikation zwischen Teammitgliedern ist wichtig. Der Kompass zeigt dir Pings und Infos zu deinem Standort an. Setz dein Wissen ein und brich in den nächsten Raum durch, der hinter dem Panzerglas liegt. Experimentiere ruhig mit der besonderen Fähigkeit, dem Nahkampf und den Schusswaffen. Gut gemacht mit dem Hammer. Ein Blick auf dieses Ziel hinter dem Panzerglas. Weder Schusswaffen noch Nahkampfangriffe helfen dir hier. Jetzt wird es Zeit für die Geräte. Alle Operator haben sie, aber du kannst immer nur eine Art bei dir tragen. In diesem Fall hast du Splittergranaten. Wirf eine über das kugelsichere Glas, um das Ziel auszuschalten. Gut gemacht. Fast geschafft. Finde die nächste Luke. Zu nutzen. Eliminiere alle Ziele. Viel Glück. Für eine Auffrischung sieh dir das Steuerungslayout an. Deine erste zerstörbare Wand an die Arbeit. Man kann auch gleichzeitig hocken und lehnen. Zeig, wie fit du bist.
kannst durch zerstörbare Böden nicht springen, aber durchschießen. Runter. Da ist ein Loch zum Durchschießen. Wenn du vorsichtig bist, passt auch eine Splittergranate. Deine Grundausbildung ist beendet. Wir werden dich durch den Rest begleiten. Du könntest bereit sein für deine erste Mission. Schon bald. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Noch 10 Sekunden.
5 Sekunden bis Einsatz. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Sekunden. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Nachladen! Eigener Trupp hat Gegner eliminiert.
Drohne hat eine Bombe gefunden. Sekunden bis zum Einsatz. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Wir werden alle Fehler verziehen.
etwas lernen. Sehr gute Zeit. Bleib dran. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert.
noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem... Lade Magazin! Drohne ist bereit. Schärfer wurde erneut gesichert. Nachladen. Brauche Feuerschutz. Schärfer muss zurückgeholt werden. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Sekunden bis Einsatz. Einsatz in 5 Sekunden. Rück zur Bombe vor und entschärft sie.
Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer ist jetzt gesichert.